Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Wir grüßen die Hautlosen. So ist das Ulrich-Zieger-Spezial der Literaturzeitschrift Abwärts einem Satz Ziegers zitierend für die September-Ausgabe überschrieben. Ich begrüße zu dieser Lesung und Präsentation der Ausgabe nicht nur die Hautlosen. Ich begrüße die dünnen und herbstblasshäutigen, die Gelbsüchtigen, die Bergwerksbleichen, die Promillegeröteten, Rosacea und Verwandtschaft. Ich grüße die, denen das ausgewaschene Jackenblau zur zweiten Haut geworden ist. Und ich begrüße natürlich auch die beiden Lesenden des heutigen Abends, die auf der Haut die Manuskriptseitenkleider tragen, die Ulrich Zieger in seinem Roman Durchzug eines Regenbandes den Bewohnern von Bienitz zuschreibt. Robert Miesner, Redakteur von Abwärts, Autor und Journalist, hielt Zieger anfangs für ein Mitglied der einstürzenden Neubauten, bevor er ihn in sein der Kunstbedürfnis Herz schloss. Henrik Gericke, ein Freund von Ulrich Zieger, zeitweise in naher Nachbarschaft, ist Schriftsteller und Plattenkönig. Abwärts ist eine Literaturzeitschrift, die von den Zeitungsmogulen vom Basisdruckverlag und einer emsigen Redaktion herausgegeben wird. Im Zusammenhang mit dieser Ausstellung haben in der September-Ausgabe bis dato unveröffentlichte Texte Ziegers, Erinnerungen von Freunden und Weggefährten und zahlreiche Abbildungen seiner Zeichnungen ein Obdach gefunden. Das Layout oblag der blondhäutigen, hellfarbenen Antje Steinke, der an dieser Stelle mein Dank ausgesprochen sein soll. Wir kommen von den Kabeltrommeln, wir grüßen die Hautlosen, ein Ziegerspezial. Robert Miesner. Interregnum. Ich hockte im Blues der pneumatischen Vögel, mein Leib die verrotzte Gitarre aus Fieber, verkochte am Stein der geschlossenen Landschaft, als hungrig ich lag, wo die Flüsse versiegen. Ich sprang aus dem Fenster, bewohnte die Halde, ich grub mich in Kunststoff, das Hirn zu erdrosseln, ich ritt auf der Schleimspur verwesender Hänge hinab auch am Denkmal der fressenden Raben. Ich täuschte mich oft in den Blicken der Schwachen, die waren gerichtet auf mich und auf viele. Ich tanzte und soff mit entlaufenen Sklaven, ich schlief in den Armen des Fauns und der Ratte. Mein Mund war die Wespe, ich zögerte selten. Ich trieb mich erbärmlich und klug durch die Hölle. Ich stehe am Bahnhof und starre den Zug an, der dich in die Nacht schleppt und weiß nicht, was sein wird. Ich weiß nicht, was sein wird. Im Nabern der Stille an hölzernen Tagen, ich starre den Zug an. Ulrich Zieger 1984, das ist einer der unveröffentlichten Texte, den wir hier in der Zeitschrift Abwärts erstmalig publiziert haben. Ergeht nochmal gesonderter Dank an die Erben, das sind Wladimir und Donovan Zieger, die also auch diesen Abdruck gestattet haben. Da nicht alle der Anwesenden hier zu dem gehören, was ich etwas ironisch das Prenzlauer Berger Paralleluniversum nenne, noch ein, zwei Sätze zur Zeitschrift als solcher. Sie erscheint seit März 2014, zweimonatlich, ist ein
Zusammenschluss diverser Projekte und ein man kann es sehen als Nachfolger der vielleicht dem einen oder anderen bekannten Zeitschriften Sklaven und Gegner, aus denen wir jetzt dann auch einige Ulrich Zieger Texte hören werden. Er hat nämlich von Anfang an, also auch in den Vorgängerpublikationen veröffentlicht, Verschiedenes. Abwärts hat verschiedene Bedeutungen, kann es haben. Helmut Höge hat mich neulich auf eine gebracht, die hat er bei Novalis gefunden. Abwärts wende ich mich zur heiligen, unaussprechlichen und geheimnisvollen Nacht. Und seitdem finde ich unseren Titel richtig gut. Das mal nur dazu. Der tatsächlich erste Text, den Ulrich Zieger in den Sklaven, die sahen damals so aus, zumindest dieses Heft hat ein langes Leben hinter sich, wie Sie hier sehen. Ich weiß nicht, wie Ulrich Zieger zu dem Wort Tagesaktualität gestanden hätte, wir können ihn auch nicht mehr fragen. Es ist ein Gedicht, das nennt sich Freiheitskenntnis, und in der Widmung geht es an Botho Strauß. Freiheitskenntnis. Die den Gesang verlassen, nun mählich ins Sagbare ziehen, nicht wieder zu wissen, wovon ihnen zugeraunt war, das sind Blödmeister. Oft sind die tiefer Verletzten von ihrem verfrühten Gemeinsinn in billiger Kleidung zu kennen, an Ausschenken, selten auf Bühnen. Und schrecklich ist ihr zu den Menschen gekommenes Sterben und jahrelang trüber von Frühling zu Winter sie stimmend. Die Hürde ist nämlich die Eisgrenze. Das ist den Schmieden geglückt, den von Erdfeuer wie auch von Selbstliebe starren Gebärden und Absicht, so kenntnislos doch und von Überdruss krank, muss ihr Werk das Gesicht einer Völkerschaft tragen, bis in diesen kenntlichen Zweifel, dem sei noch der Selbsteinschluss etlicher zu den Gefährten gezählt. Bleibt doch, wenn alle Fähigkeit dem Volk abhanden kam, nicht eine, die ihm fehlt, und die Knochen, zu denen das Nest sich schon wölbte, sind wieder gefallen, die Häfen geleert, sind in Kinder auf schwere Beladung der prächtigen Schiffe, wie einst aus der Not alle Einwörter kamen und eines der höchsten, das Wort Alabaster, erschien. Die alte Gewohnheit, den Ernst aus der Feier zu tilgen, ward bald in die Nähe der Fleischschmiede und ihrer wahlvollen, finsteren Bebuschung gerückt. Ulrich Zieger, 1995, im Juli, August erschien. Wann genau er diese Zeilen für Botho Strauß geschrieben hat, das wissen wir leider nicht. Ulrich Zieger hat, wie viele von Ihnen sicherlich wissen, eingangs wurde es auch erwähnt, ist auch als Übersetzer hervorgetreten, unter anderem von Jean Genet, das ist vielleicht am bekanntesten. Er hat dann in der Nachfolgezeitschrift der Sklaven, im Gegner, unter anderem veröffentlicht zwei Übersetzungen des nordamerikanischen Dichters Bob Kaufmann. Und eine davon ist To My Son Parker, Asleep in the Next Room. Für meinen Sohn Parker, der im Nebenzimmer schläft. Parker ist der Jazzmusiker Charlie Parker, nachdem Kaufmann, der also großer Fan war, eben sein Söhnchen benannt hat. Und das ist dann ein etwas anderer Ton. Für meinen Sohn Parker, der im Nebenzimmer schläft. In Ockerwände eingebildeter Kavernen kerbten zottige Neandertaler ihr Erscheinen in der Zeit.
In urzeitliche Bäume an äquatorialen Standorten schnitzten embryonale Riesen Anfänge. In Tasmaniens Flachland behauten erste Menschen schlammgewandet noch weichen Fels. Auf Melanesiens Berggipfeln erhoben sich borkige Häupter in Stolz und Schönheit. Auf Javas erkaltender Lava türmten Menschen Steine zu Hochaltären. Auf neugeborenen Chinas Fläche erwarben die mythenlosen Söhne des Han angespitzte Götter mit Teakholzgesichtern. In heiligen Indiens geweihtem Boden vergruben zukünftige Götter angebetete Betrachtungen. Aus koptischen Äthiopiens rauem Felsgrund rissen Pyramidenbauer Vulkane. In todverliebten Ägyptens göttlichen Sand wühlten lebendige Opfer nackte Macht. In Sumers Klippen meißelten sprachlose Künstler Botschaften an noch nicht erschaffene Menschen. In glorreichen Assyriens erdige Grotten ritzten kunstfertige Priester Figuren voll Ehrfurcht und verborgener Größe. Aus prächtigen Perus goldbefleckten Leib rissen abgetrennte Hände filigrane Tempel. An vollkommenen Griechenlands blutigen Opferstätten kräuselte sich der Marmor unter Händen von Menschen. Auf degenerierten Roms zitterndem Spannrasen bildeten Imitatoren Lügen zur Schönheit um. In slawischen Europas gedemütigter Form entwarfen gefesselte Seelen freie Menschen. Auf wilden Amerikas grünen Torso malten Ureinwohner eiszeitliche Sprachen. Auf kalter Arktis Schneeoberfläche stellten zähe Menschen Totems in die gefrorene Luft. An dieser Küste seid ihr alle Menschen, wart, seid und werdet auf ewig frei sein in allen Dingen. An dieser Küste werden wir unsere Monumente aus Stein aufrichten, aus Holz, aus Schlamm, aus Farbe, aus Arbeit, aus Glauben, aus Dasein, aus Leben, aus Liebe, aus uns selbst, aus Menschenausdruck, in selbstbestimmter Unterwerfung oder willentlicher Rebellion. Sicher in der offen ausgesprochenen Wahrheit, dass kein Mensch Herr über uns ist, noch je sein kann und wird, zu keiner Zeit, der Zeit, die vor uns liegt. Bob Kaufmann, Mitte der 60er Jahre, übersetzt von Ulrich Zieger, 2000. Zieger schreibt in seiner editorischen Notiz zu Bob Kaufmann ganz richtig, dass Bob Kaufmann ein Angehöriger der Beatniks gewesen sei und fügt hinzu, damals gab es außerdem Sputniks. Etliche der Ziegertexte, zumindest die, die ich gelesen habe, haben eher den Ton des ersten Gedichts, was ich Ihnen hier präsentiert habe. Aber er konnte auch anders. Er hatte also auch Humor. Den wird er gebraucht haben, denn wir machen das hier wie auf einem Rockalbum, das längste Stück zum Schluss. Ich habe es selber erst heute früh gefunden. Sie kennen den Dichter Ulrich Zieger, den Übersetzer. Sie sehen hier den Zeichner. Im neuen Abwärts werden Sie den großartigen Kaffeekocher, Cannabisraucher und Ezra Pound Interpreten Ulrich Zieger kennenlernen. Wen man vielleicht nicht so kennt, das ist, ich weiß nicht, ob er das noch öfters getan hat, ist der kulturpolitische Kommentator Ulrich Zieger. Und das ist er mit einem Text, der ist überschrieben Grüße aus dem Pfandhaus, erschienen im Gegner, Heft 4, 2000. Grüße aus dem Pfandhaus. Wenn ich sterben sollte, könnt ihr mir die Tür eintreten. So ähnlich muss es enden. Ein frühes Gedicht von mir in Sascha Andersens Anthologie Flugschutt.
dem vielleicht letzten Buch der einst und vielleicht einst wieder berühmten Siebdruckedition. Ich habe jetzt Sascha Andersens Entgegnung auf Holger Kulicks Horch und Kupp gelesen. Kulicks Artikel las ich nicht. Ich finde schon den Titel seiner Veröffentlichung verfehlt und weiß auch gar nicht, was dieser Mensch will. Bestimmt bezogen auf Sascha Andersen nichts Gutes. Sei es drum. Was die Entgegnung, und hier komme ich gleich auf den Anfang zurück, anbelangt, gibt es da einen Punkt, der mir Gelegenheit sein soll, etwas zu sagen. Es wird die These aufgestellt, K. versuche in A. einen Selbstmörder zu obduzieren, der sich partout nicht umbringen wolle. Ich glaube, hier kann man einsteigen und da ist etwas dran. Ich hege ja selbst keine Sympathie für A.s doch tiefere Verwicklungen in die Machenschaften des MFS, die aber so vielen Leuten über so lange Zeiträume entgangen sein muss, dass diese Menschen sich nun seit 10 Jahren eine Reihe von Fragen zu ihrer eigenen Begehrlichkeit, Klammer auf jeden Fall, und Befindlichkeit, Klammer in einigen Fällen, gestellt haben dürften. Die Siebdruckreihe A.s war in der DDR Gold wert, während eine Veröffentlichung in einem Staatsverlag jeden in den Ruch brachte, nun doch ein Kollaborateur der Diktatur zu sein, ein Kollaborateur der Diktatur zu sein, die ja tatsächlich unerträglich war, auch wenn sie ihre Gegner nicht im Stadion der Weltjugend zusammentrieb und dort erschoss. Sie war eine sozialistische Diktatur und das macht die ganze Sache historisch so bedrückend und bedeutend. Ich bin selbst in den 80er Jahren einmal im Kreis handverlesener Gäste von A indirekt einer Mitarbeit beim MFS verdächtigt worden. Damals endeten meine leicht freundschaftlichen Gefühle für den Dichter von »Alle Dinge liegen klar in meinem Herzen«, welches zu Anfang der 80er Jahre eine Welle von Hoffnung auslöste, die seit Wolfgang Hilbigs 1969 geschriebenen, 1979 im Westen veröffentlichten Gedicht »Wie lange noch wird unsere Abwesenheit geduldet« eine künstlich geschaffene literarische Lücke zu schließen schien. Das war eine kurze Hoffnung. A. wurde der große Überflieger, Flieger, Zensor, Meinungsmacher. Ein Kommentar von ihm konnte über Glanz oder Elend eines Poeten oder Malers entscheiden und A. entschied. Im Westen kann so jemand auftreten, der über Geld in ausreichender Menge verfügt. Im Osten musste es jemand sein, der den nicht-kapitalistisch-ökonomischen Apparat des SED-MFS-Sektors hervorragend kannte, kurz ein Mitarbeiter oder feindlicher Agent. In jedem Falle aber ein Mann, der nur begrenztes Vertrauen verdiente. Freilich hatte Allen Ginsberg ihn in Ostberlin besucht, die Pilgerschar der Anrainer und Provinzler zum Haus des so Geadelten riss nicht ab. Es gibt schon ziemlich lange deutliche Hinweise darauf, dass A. ein MFS-Mann war, ein Agent-Provokateur, der naive, selbstbezogene oder von ihrer Arbeit ganz gefangen genommene Künstler zu Leistungen ermutigen konnte, die in der DDR sonst eigentlich nur heimlich, sehr klandestin möglich geworden wären und nicht auf Beachtung hätten hoffen dürfen. A. war der große Promoter einer vom überfällig gewordenen und heftete sich an seine Fersen, wenn man wollte. Nun werden die konspirativen Berichte von anderen geschrieben, Lauschangriff Frankfurt am Main und auf Printmedien veröffentlicht. Das kann nur Rache sein, Rache auf dem niedrigen Niveau der einfachen Umkehrung. Aber das ist nur manchmal verblüffend, Licht in eventuelle Dunkelheiten der eigenen und kollektiven Wahrnehmung gestattet es nicht. Und die zerquält verhaltenen halbliterarischen Antworten, zu denen es A. nun schon seit Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts immer wieder herausfordert, leisten ebenfalls keinen Beitrag. Es bleibt ein Paradox, dass dies ein Fall von historischer Bedeutung ist, der sich im Windschatten der These vom Ende der Geschichte abspult, ein Tonband, eine akustische Schleife beherbergend. Dabei ist nicht ganz zu klären, ob der Mann sich in seine Rechtfertigungsversuche zunehmend verstrickt, ob er einem noch immer gültigen Ehrenkodex des MFS folgt, dumm ist, ein charakterloser Wicht, ein Arschloch, vielleicht demnächst ein Mund, oder ob es sich um einen von überdimensionierter Medienmacht
zum Zucken gebrachtes Opfer handelt, an dem vormals nicht zum Zug gekommene und Zaungäste sich nun delektieren. Was auch immer da mitschwingt, mit Dichtkunst und der Kunst etwas zu unternehmen, wenn klar ist, dass jetzt nichts mehr zu unternehmen sei, hat das alles nichts zu tun. In der anhaltenden Zuordnung des von A observierten Sektors kommen jedenfalls verspäteter Antikommunismus und die Neigung, das mittelalterliche Grauen der Sippenhaft wieder zu beleben, zusammen und schwingen sich zu einer Bewertung des gesamten staatsunabhängigen Feldes der Literatur und Kunst der DDR zwischen dem Ende der 70er und deren historischem Ende 1990 auf, die tatsächlich nur als schädigend zu betrachten ist. Ich selber wurde von einer Berliner oder Frankfurter Tageszeitung noch Ende der 90er Jahre als Prenzlberg-Poet im Fahrwasser Sascha Andersens bezeichnet und ohne weitere Anstrengung verrissen. Deswegen höre ich nicht zu schreiben auf. Ich habe ja auch nicht wegen A damit angefangen, wenngleich da mal eine hohe Meinung bestand. Ich höre auf zu schreiben, wenn ich weiß, dass es jetzt reicht. Für A reicht es, glaube ich. Ich kann seine Gedichte nicht mehr lesen, seine Rechtfertigung öden mich an. Wenn er 1992, 93 gesagt hätte, dass er in seiner Jugend an den Sieg des ruhmreichen Kommunismus geglaubt hätte, säße man wahrscheinlich schon lange wieder beisammen und lachte darüber. Aber so geht es nicht. Niemand kann ihn ins Exil zwingen. Menschlich ist der gesamte Umgang mit seinem Fall in der Öffentlichkeit eine Schande. Klar, er hat andere hereingelegt, wahrscheinlich ist er obendrein selbst hereingelegt worden, aber nun sollte es gut sein. People just ain't no good, I think that's well understood. Es sollte nun aber zu Ende sein. Er sollte sich aus der Kunst zurückziehen, deren Aura in begrifflicher Gefangenschaft ihm einen zeitweiligen Platzvorteil verschafft hat, von der er aber im Wesen wenig versteht. Man kann aus einem Zersetzungsprogramm nichts retten, da wird mit Säure gearbeitet. Die Kunst, die A im Falle eines Sieges der Seite, für die er gearbeitet hat, vielleicht als Kulturminister zu verwalten gehabt hätte, wäre eine zerstörte Kunst gewesen. Gott sei Dank haben sich viele schon früh wieder von seinem Affenzirkus abgewendet. Und jetzt ist es gut, soll es auch so sein, dann kann man sich vielleicht mal wieder treffen. Ulrich Zieger zumindest kann das nicht mehr. Ganz schnell noch der Hinweis, dass sowohl das aktuelle Abwärtsheft als auch die Abwärtsausgaben mit den Nachrufen auf Ulrich Zieger im Nebenraum käuflich zu erwerben sind. Diese alten Ausgaben, Gegner, habe ich auch ein paar von mitgebracht, über den Preis oder Nichtpreis reden wir dann. Das soll es dann auch von mir gewesen sein. Ich bitte um Aufmerksamkeit für Henrik Gericke. So, Henrik, ich wusste gar nicht, dass man das ganz komisch. Wir haben uns jeden Tag gesehen, aber das hat auch irgendwie immer weiter gerade runterkam. Ja, willkommen auch von mir. War eigentlich bis heute Morgen nicht so richtig klar, ob ich zu dieser Weltpremiere antreten kann. Man hört es vielleicht noch, mich irgendwie fit medikamentiert. Mir ging es eben ein bisschen merkwürdig mit dem Text, weil im Grunde genommen ist Sascha, den ich hier gar nicht weiter irgendwie bewerten will, habe ich oft genug. Es wieder geschafft hat, selbst in dieses Programm, also auch in einem Gedenkprogramm von Ulrich Zieger, hier nicht nur einen Fuß in die Tür zu bekommen, sondern so als Geist wieder aufzuerstehen. Was mich interessiert ist, ich habe eine Arbeitsversion von dem Text, den ich heute lesen werde, schon mal im Luxus gelesen, vor, wann war das, Robert, im März oder so? Januar. Okay. Die Zeit vergeht. Habe da auch ein bisschen über Ulrich oder über Olli geredet, auch zwei oder ein Gedicht gelesen, ich weiß nicht mehr genau. Ich möchte da als Gegengewicht dann doch nochmal so auch den Geist von Olli hier beschwören. Ich habe, wenn ich an Olli denke, ich war übrigens kein enger Freund von ihm, um das von vorhin auch zu dementieren. Wir kannten uns ganz gut, aber ein befreundet ist, glaube ich, was anderes.
Aber ich glaube, wir mochten uns, also ich ihn auf jeden Fall. Und ich habe immer zwei Bilder von ihm vor Augen, wenn ich an ihn denke. Er war ja wirklich auch ein unglaublich gut aussehender Typ. Und das erste Mal habe ich ihn gesehen, ich weiß nicht mehr, was das für ein Monat war. Das muss irgendwie im November 88 vielleicht gewesen sein. Da war bei den Mehlhorns am Kollwitzplatz. Das war so ein Paar, die so mehr oder weniger ja, halb oder illegale Lesungen veranstaltet haben. Eine Lesung, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Und wir sind danach alle runter ins 1900. Und ich kannte Uli schon vom Namen her. Eigentlich auch durch das Buch, was Egmont Hesse, der heute auch hier anwesend ist und übrigens die meisten Bücher von Uli verlegt hat. Durch Sprache und Antwort kann ich ihn so, okay, von Fotos und natürlich auch von seinen Texten her, durch die Ariadna-Fabrik, die ich mit abgetippt habe, bin ihm noch nie begegnet. Und wir sind nach dieser Lesung alle runter ins 1900 und da stand ich mit Rainer Schedlinski und uns erreichte die Nachricht, dass, jetzt beschwöre ich hier den nächsten Stasi-Geist. Okay. Okay, aber uns erreichte die Nachricht, dass Bärbel Bohley und Werner Fischer die das Angebot angenommen haben, ein Visum nach England ja, anzunehmen und aus dem Knast raus nach England auszureisen für ein Dreivierteljahr. Mich hat das damals sehr getroffen, weil ich vor allem mit Werner Fischer sehr gut bekannt war und auch politisch aktiv war. Und Rainer hatte da eine sehr abgeklärte Meinung. Und ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit über Rainers Rücken Uli im 1900 habe stehen lassen. Und ich weiß nicht warum, aber diese Kneipe und er, die haben beide sehr, sehr gut zueinander gepasst. Ja, also was dieses Art Deco-hafte oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich immer überlegt, okay, begrüßt ihn jetzt und sagst mal Hallo, ich bin der und der. Aber da hat mich dann doch irgendwie der Mut verlassen. Ich habe ihn damals nicht begrüßt und wir sind uns dann eigentlich erst in den 90er Jahren begegnet. Und da allerdings auf eine sehr intensive Weise, weil ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es zustande kam, aber er war auf Wohnungssuche und ich habe in der Wichertstraße gewohnt, schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, in der Wichertstraße 55 und habe ihm gesagt, pass auf, da sind Wohnungen frei, da und da musst du dich bewerben. Ich glaube, unser Freund Tex Köppen hat, wie für alle, alles gefälscht. Und wir sind dann mit diesen Dokumenten dahin und Uli hat diese Wohnung bekommen. Ab da hat sich mein Leben in dem Haus sehr verändert. Also ich wurde sozusagen so zum Vorzimmer von Ulis Ministerium, weil er hatte nicht das Geld, um ein Telefon zu bezahlen. Und bei mir riefen die Leute mal an und ich habe dann sozusagen mit meinem tragbaren Telefon, bin ich dann immer zu ihm hoch, habe ihm das Telefon überreicht und habe es Stunden später wiederbekommen. Aber am eindrücklichsten war, und das ist das andere Bild, das zweite eigentlich, wenn er nachts aus dem Torpedokäfer kam, der um die Ecke war, dann hatte er, das werde ich nie vergessen, dann kam er immer singend in dieses Haus. Und ich habe das in einem Nachruf, in einem anderen Abwärts so beschrieben, der ist die Treppen hochgegangen und jeder Schritt auf den Stufen war, als würde ein Anker fallen. Der ist da hochgeklotzt und hat auch wirklich wie Bill Bones aus der Schatzinsel, übrigens kommt die Schatzinsel hier auch in meinem Text noch vor, hat ja gesungen, immer so Tom Waits-like. Und meine damalige Freundin hatte unglaubliche Angst vor ihm. Und dann pochte er auch immer noch so an meine Tür, wie an so eine Schatztruhe. Und dann immer, Henrik, bist du wach? So, hatte keine Wahl. Und dann bin ich also aufgestanden, bin mit zu ihm hoch. Und dann fing der an, um 2:30, 3 Buletten zu braten, mit einem riesen Aufwand. Und erklärte mir den Vorteil von diesen Kartoffeln und von jenen Kartoffeln. Und dann kredenzte er und wir unterhielten uns meistens über Musik. Und das aber in einer Wohnung, die praktisch nicht stattfand, weil in dieser Wohnung war nichts. Ja, also das war wirklich, man kennt das so von Künstlern aus den 20er Jahren, also aus der Geschichte, bitterste Armut, aber auch irgendwie Entsagung. Also es war so eine Mixtur, eine gewisse Anspruchslosigkeit. Aber da gab es einen Stuhl und eine Luftmatratze und natürlich einen Tape-Recorder. Und dann haben wir da stundenlang gesessen und haben wirklich über Schlager gesprochen, meistens er dann, weil da hatte ich nicht so Zugang, oder eben über Punkrock. Und was mich da sehr beeindruckt hat, war, wenn ich was gesagt habe, dann hat er nicht irgendwie seine Meinung meiner beiseite gestellt oder seine Meinung meiner entgegengestellt, sondern er stand dann immer so vor mir und sagte immer so, wie meinst du das? Wie meinst du das? Sie hat immer gefragt, ja, also, und das fand ich, das ist so eine Erinnerung, die ich an Uli habe, dass der wirklich neugierig bis auf den Knochen war.
Man saß dann wirklich da und musste auch begründen, was man meint. Also man konnte da nicht einfach irgendwie so irgendwas erzählen, sondern man wusste, okay, da hat man es mit jemandem zu tun, der will wissen, was man sagt. Ja. So, soweit zu Uli hier nochmal oder auf seinen Geist. Und jetzt zu meinem Text. Dieser Text ist das erste Kapitel oder die Eröffnung, Präludium zu einer Erzählung, an der ich arbeite. Und ich wollte dieses Kapitel jetzt hier nicht so herausgelöst, herausfilettiert, verlesen, sondern mal ganz kurz in den Kontext stellen und vielleicht mal so die Idee dieser Erzählung grob skizzieren. Also es handelt sich in dieser Erzählung um einen Mann, der sehr kurzfristig seine Wohnung verliert und aus dieser Wohnungsnot heraus das Angebot annimmt, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu ziehen. Dieses Angebot ist an eine Bedingung gekoppelt, nämlich, dass er das eine Zimmer bewohnen darf und den Raum, der unmittelbar durch eine Tür an sein Zimmer grenzt, weder betreten noch sehen darf. Ist als Motiv nicht ganz unbekannt, also wir kennen das vom verbotenen Zimmer, vom 13. Zimmer, Blaubart, Gilderay, also Gilderay ist ja ein Vorbild für Blaubart. Aber das ist ganz sicher natürlich auch ein Archetyp, weil auch Blaubart sich noch auf andere Quellen, also aus anderen Quellen speist. Und was mich aber an der Idee interessiert, ist nicht so sehr dem von mir aus dunklen Geheimnis eines anderen in diesem Raum nachzuspüren, sondern dieser Raum wird über die Zeit für diesen Mann zu einem Projektionsraum für die eigene Figur. Also zu einem Projektionsraum für Erinnerungen, für Hoffnung, für Pläne, Erwartungen, Zweifel, Träume, für die Liebe zu einer Frau, aber auch zu einem Projektionsraum, insbesondere für ein Ereignis, was in seiner allerjüngsten Vergangenheit liegt. Von dem, das hat jetzt nichts mit irgendwas Märchenhaften oder Mystischem zu tun, von dem man nicht weiß, ob es wirklich stattgefunden hat und wenn es stattgefunden hat, was es für ihn bedeutet. Es gibt noch eine zweite Ebene in der Erzählung, also selbstverständlich mindestens eine zweite Ebene. Mir ist aufgefallen, als ich an der Erzählung angefangen habe zu arbeiten, dass mich der Begriff des Raumes schon lange begleitet. Und ich habe das dann mal sozusagen kontrolliert und mich mal selber gegengelesen und habe festgestellt, dass selbst in Texten, die völlig themenfremd sind, also ich habe sehr viel zur Subkultur der DDR veröffentlicht, dass dort sehr oft Bilder vorkommen, die sich aus der, ich sag mal, Raumkritik oder Raumtheorie speisen. Dann habe ich auch mal die alten Gedichte gelesen aus den 18er, aber insbesondere aus den 90er Jahren. Und gerade in den 90er Jahren wird das, also es war mir schon irgendwie auch bewusst, aber nicht so wirklich überdeutlich, ist das ganz klar. Also insofern war ich damit konfrontiert, auf einmal zu merken, dass ich über viele, viele Jahre, also sozusagen mit dieser Erzählung nicht diesen Text besetzen oder diesen Raum besetzen werde, sondern dass der Raum mich besetzt. Ja, also ich habe ein Faible irgendwie zum Raum, gar nicht so sehr zur Architektur oder zur architektonischen Seite des Raums. Und habe auch schon viel darüber gelesen, es gibt ja von der Antike beginnend Texte zur Raumkritik oder überhaupt zum Verhältnis von Mensch und Raum, ganz intensiv dann Ende des oder ausgehendes 17. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert. Aber sehr, sehr intensiv beginnt eine Auseinandersetzung in den 10er, 20er, 30er und auch 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und da geht es vor allem um die Erkundung sozusagen des geschlossenen Raums. Und ich habe auch viel gelesen über die ich nenne es mal Raumforschung in den vergangenen 20 Jahren. Und da eine sehr interessante Verschiebung festgestellt und habe auch noch keine Veröffentlichungen darüber gefunden, aber auch jetzt nicht gesucht. Das kann sein, dass da schon irgendwas erschienen ist, ich weiß es nicht. Weil sich dann der Fokus verschiebt von einem geschlossenen und privaten Raum zu einem offenen und öffentlichen Raum, also zu einem urbanen Raum. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass dieses Interesse am urbanen Raum stattfindet
in dem wirklich eine Traditionslinie in der Raumkritik, in der Raumtheorie abgeschnitten wird oder fast gekappt wird. Nicht total, aber beinahe. Und diese Raumtheorie der letzten 20 Jahre im Prinzip unter Ausschluss des geschlossenen Raums stattfindet. Und was mich daran interessiert, sind diese beiden konkurrierenden Räume, ja, also der geschlossene Raum und der offene Raum in dieser Wohnung. Und ich denke eben, dass aus dieser Konkurrenz heraus auch ein hohes, ja, Poesiepotenzial entsteht, aber auch ein Erzählungspotenzial, das reizt mich einfach. Entsprechend heißt die Erzählung, der Raum ist aus den Fugen und beginnt jetzt. Ja. Das Wetter herrschte. Die Stadt schien überbelichtet von der Weißglut eines autoritären Sonnengotts. Die Luft schwelte im Leerstand der Straßen. Entweder war das Leben in ihnen gerade verebbt, oder ihre Flutung durch das Leben stand erst bevor. Juriks innere Uhr schlug zu jeder Stunde Mittag, da die Hitze auch noch gegen Abend die Fugen einer greifbaren Leere dehnte. Etwas zerrte an ihm. Ein Sog nahm seinem Weg die gewollte Richtung und zog ihn zu einem kleinen Kind. Nackt und sich selbst überlassen saß es auf einem Bordstein. Es war das Zentrum von irgendwas und griff nach Jurik schon von Weitem. Allen Fliehkräften entgegen schob es ihn zu dem Kind, einem Jungen, der jetzt eine junge Frau war. Nur das Böse an ihr war ohne Alter. In einer schwer zu erfassenden Drehung ohne Wendekreis machte sie ihm zugewandt kehrt und zerrte noch aus der Entfernung an ihm. Sie erzeugte eine außerkörperliche Spannung, als umhülle ihn eine gestörte Aura, ein Nervenkostüm mit Sorgenfalten. Was ihn zog, war das, was ihn schob. Eine Drift, eine abstrakte Kraft erfasste seine Person und trieb sie mit sich in einen Raum, der immer schon da war. Ein Vorraum, ein Vorzimmer, wie man es von aus der Zeit gefallenen Amtsstuben auf dem Lande kennt. Verkapselte man sie dahin, als hätte sich die öffentliche Ordnung aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen. Hier war es kühl. Staub schwebte als Plankton in einem Licht, das durch die getrübte Linse eines Fensters fiel. Ein fragwürdiges Bouquet abgestandener Häuslichkeit lastete im Raum, etwas hochprozentig illustriert durch einen Ziegenbock, der wie ausgesetzt in dessen Mitte stand. Sein Schädel wurde gekrönt von einem Paar langer, wie von Zangen gezogenen Hörnern. Sie führten himmelwärts aufeinander zu, bis ihre Enden einander beinahe berührten und den abwärts weisenden Bart des Bockes spiegelten. Der Bock sah Jurik herausfordernd an, so als nehme er mit den Augen Witterung auf, ein Wächter zweier ungleicher Türen, die hinter ihm an der gegenüberliegenden Seite des Zimmers, wer weiß, wohin führten. Sie sprachen zu Jurik von der Schwellenangst eines Furchtlosen, den nun eine von ihnen öffnen müsse. Aus Gründen, die zu hinterfragen sein Auftrag nicht war, mied er die kleinere und öffnete halbwegs entschlossen, also zögernd, die größere. Energisch versuchte der Ziegenbock, sich mit ihm durch den Türspalt zu zwängen, herabgesunken vom Hüter der Schwelle zu einer von unklaren Instinkten getriebenen Kreatur. Nur unter Mühe gelang es Jurik, ihn herauszuhalten und sich vor dem Tier in einen zweiten Raum zu flüchten. Dieser war größer angelegt und grob gezimmert. Als eine rohe Version des Vorzimmers schien er ebenfalls wie vor der Zeit versiegelt. Eine Dielung, die Wellen schlug, unter dem einzigen Fenster ein hölzerner Tisch ohne Details, ihm gegenüber ein schlichtes Bettgestell und in der Mitte von beinahe nichts ein Taufbecken schmutzigen Geschirrs. Auch dieser Raum ohne Zeit täuschte, denn Leben, das leise, aber beflissen tickte, fand sich auch hier. Durch die Winkel des Zimmers wimmelte ein Marder im unvollkommenen Schutz des kargen Mobiliars.
Offenbar war er bis zu diesem Moment Herr des Raumes gewesen. Innerhalb von vier Wänden wirkte das Wilde an ihm verstörend. Und auf Abstand bedacht scheuchte Jurik den aus seiner Residenz geschreckten Dauergast in Richtung jener Tür, durch welche der Ziegenbock weiter von der anderen Seite her drängte. Der Bock war jetzt eine Katze, die wie ausgelöst auf den Marder zuschoss. In einem brutalen Parcours hetzte das größere, das kleinere Tier durch das Zimmer. Seine Habhaft verschlang die Katze den Marder beinahe ganz. Ein Stück vom Schwanz des Opfers hing ihr aus dem Maul, das lässig präsentierte Statussymbol einer höheren Stellung in der Nahrungskette. Dann kippten die Verhältnisse. Übergangslos rotierte die Katze in einer gezackten Pirouette. Der Marder lebte und fraß von innen an ihr. Nun war der Räuber Wirt seiner Beute. Stumm würgend unternahm er verzweifelte Versuche, den in seinen Eingeweiden rebellierenden Kostgänger aus seinem Inneren zu befördern. Auf irgendeine Weise gelang es. Die Katze entband von einer Kopfgeburt, die nass und verklebt auf die Dielung des Zimmers schwappte. Beide lagen für einen Moment entkräftet da. Der heimgesuchte Aggressor und sein aggressiver Fang. Letzterer kam schneller zu sich. Der Marder war jetzt ein Otter und als solcher wiedergeboren floh er in einen vor dem Fenster gelegenen Fluss. Ein junges Weibchen schloss sich ihm an. Seltsam, dass der Moment des Erwachens sich mit einem Ausdruck des Sterbens beschreiben lässt. Jurik entschlief aus einem stundenwährenden Sekundenschlaf. Sein Erwachen glich einem nahenden Ende, auch wenn es den späten Anbruch eines weiteren Tages ankündigte. Noch zeitlos dämmerte er hinüber in einen tauben Wachzustand, aus dem trüben Abglanz gerissener Assoziationsketten, aus irgendetwas Unerfreulichem, den üblichen Verfolgungsszenarien vielleicht. Sie bescherten ihm, oder genauer dem betreffenden Hirnareal, ein Schattenspiel von schwindenden Kontrasten. Über die Dauer seines Heraufdämmerns verblassten dann endgültig die Bilder und Konturen einer im Schlaf durchwachten Nacht, Folge eines Rausches, den selig zu nennen, die Sache nicht traf. Langsam blendete er auf, ohne eine Ahnung, wann und wo. Wie aus dem 10. Stock gestürzt, wie schon der Lageplan seines Körpers auf einen tiefen, doch unerquicklichen Schlaf. Den Kopf hielt er in den Nacken geklappt, das Kinn deutete in Richtung zweier hochgerissener Arme, einem synchron verdrehten Flügelpaar. Was Gürtel aufwärts an das verrenkte Exemplar eines Archäopteryx erinnerte, schien hüftabwärts die gestisch höchst geglückte Darstellung des Gehängten im Tarot. Das eine Bein ballerinahaft bis in den Fuß gestreckt, das andere scharf angewinkelt, füllte der linke Knöchel die Kehle des rechten Knies. Die verirrte Kompassnadel des gestreckten Beins wies parallel zum Fußspann des Angewinkelten über eine der seitlichen Bettkanten hinaus. In dieser expressiven Pose fand er sich wieder. Eine nicht näher zu spezifizierende Übergangsform aus Urvogel und aus Trumpfkarte ohne Stich. Er fand sich wieder, doch er kam nicht zu sich. Von einer wiedererwachenden Kenntnis seiner selbst konnte in seiner Lage keine Rede sein. Sicher, sein noch selbstloses Ich setzte eine naturgegebene Schwerkraft irgendwie voraus. Schon deshalb, da sie offenbar doppelt auf seinem Schädeldach lastete. Der Raum aber, in welchem er sich zweifellos befand, fügte sich vor ihm nicht zusammen. Halb bewusstlos bedeutet nicht halb bei Sinnen. Entsprechend regungslos verharrte er, abgelegt auf der Schwelle zum Sein, und wartete, dass die Wirklichkeit wieder einrastete, wenn schon nicht vor dem inneren Auge, so doch innerhalb des äußeren Blickfeldes. Seine Sicht der Dinge war eingeschränkt und blieb, gleich einer blockierten Überwachungskamera, an einer weißen Fläche ohne Informationsgehalt hängen. Ob er nun die Decke eines Zimmers oder einer seiner Wände fixierte, war für ihn nicht zu unterscheiden. Verloren am Raum,
schwenkte er den Kopf, diesen Findling auf einer Nadelspitze, nur so weit, wie es dessen instabile Masse gerade noch zuließ. Dann sackte sein Blick doch von einer Zimmerdecke auf das von der Rückwand eines Schranks begrenzte Fußende seines Bettes. Durch diese erste Bewegung des Tages baute sich der Raum um ihn langsam wieder auf. Und Jurek erkannte in ihm ein Zimmer, das immerhin das eigene war. Er befand sich zu Hause, so viel dämmerte ihm, begleitet vom matten Gefühl einer Dankbarkeit, die er niemandem zu richten wusste. Seine Menschwerdung mochte einige Minuten gedauert haben, oder auch viele. Endlich, unter Aufbietung aller Kräfte eines starken Willens, der bemerkenswerterweise diesem schwachen Geschöpf immer aufs Neue zu diensten war, erhob sich die Hülle seiner Persönlichkeit mühsam, um sich mit den verplemperten Kernstücken eines erträumten Daseins langsam wieder anzufüllen. Die Jalousien waren halb heruntergelassen. Die Fenster blickten mit hängenden Lidern in den Tag. Noch geblendet vom Zwielicht der Wohnung sah er sich in scharfen Schnitten durch sein Zimmer tasten. Starker Seegang machte, dass er von seinem Bettkasten zum Kleiderschrank schwankte. Der jeweiligen Neigung seines aus dem Lot geratenen Nullpunktes folgend, wankte er weiter durch die dunkle Gasse der Bücherregale und eckte, unsichtbare Hindernisse umkurvend, an den sichtbaren an. Im Laufe dieses kurzen, aber anspruchsvollen Hindernislaufs löste er hier ein Beben in der literarischen Welt eines Stapels Bücher aus, fegte dort seine ihm liebste Tasse von einem Beistelltisch, inklusive des quecksilbrigen Rückstands eines schwarzen Tees, und touchierte schlussendlich einen Packen Schallplatten, der auf dem Boden stand. Insbesondere das zuvor das stehende Exemplar, eine kuriose Pressung von Bela Lugosi kommentiertem Wolfsgeheul, die er einst teuer erwarb und deren Cover nun für immer, das heißt bis auf Weiteres, von Jureks Fährte gezeichnet blieb. Das Zimmer bot verpasste Gelegenheiten genug, einem dicht gestaffelten Inventar auszuweichen. Auch bei klaren Wetterverhältnissen in der Stirnregion seines Bewohners. Eingerichtet, vergleichbar einer Kajüte, war es sparsam nur im Hinblick auf die Fläche, die es ungenutzt vergab. Der Raum des Zimmers wurde bis auf den halben Quadratmeter beansprucht. Alles hatte seinen Platz, selbst wenn sich selten alles an seinem Platz befand. Was an beweglicher Habe von Büchern und Schallplatten in einer freien Improvisation unvereinbare Ideen und Klangwelten in und um die weniger beweglichen Besitztümer an Regalen hinab und von den Hängeregalen ausgehend hinaufwucherte, breitete sich ebenso in aufgelösten Phalanxen über einen schwarzen, zweifach ausgezogenen Esszimmertisch hin. Die lichte Ausnahme bildete eine Arbeitsenklave, deren Außengrenzen von einer Schreibunterlage scharf umrissen waren. Papierkonvolute füllten als einzig verzettelndes Sammelsurium Kisten und Schränkchen, welche übersatt von ihrem Inhalt ihr Innerstes nach außen kehrten. So dämmerte unter gelegentlich gestörten Sedimentschichten feinen Staubs ein richtungsloses Archiv, dessen zufällige Anordnung keiner Systematik bedurfte. Andererseits lagerten die audiophilen und bibliophilen Vorkommen auch nicht wie Qumran-Rollen in Tonkrügen. Und ebenso wenig stellten sie eine willkürliche oder wahnhafte Hortung von altem Wissen in Form heutiger Wissenslücken dar, die ja ohnehin kaum jemand zur Kenntnis nahm. Die Unordnung hatte durchaus ihre Ordnung, wies aber auf eine innenpolitische Dauerkrise dieses instabil wirkenden Lebensraums. Die kurzen Fluchten der Regal- und Rollladenschränke, parallel und quer zu den Wänden stehend, wirkten wie das Kontor einer überforderten Buchhaltung. Jurek umschrieb diese Wirkung mit dem etwas liebgewonnenen Vergleich einer vergessenen Gemeindebibliothek, der eine, ach so dekorative Verwahrlosung, auch noch gepflegt bebilderte. So mochte der Horror Vacui, der in diesem Zimmer sein Unwesen trieb, auf wenigstens eines jener Symptome deuten, welche dem postmodernen Gemütsmenschen die Laune verhagelten und ihn die Neuzeit stets als Endzeit betrachten ließ, dabei gänzlich außer Acht lassend, dass noch jede Epoche ihre Apokalypse kommen sah.
Zuversicht, Frohsinn und Geborgenheit lasteten so als stabile Luftsäulen auf den abgesackten Fundamenten einer sich krank nennenden Gesellschaft. Insofern empfand Jurik sich als Teil einer Gemeinschaft. Man mochte diese Gemeinschaft Deutschland nennen oder gleich das gemeinsame Traumhaus Europa. Vielleicht beruhte das Krankheitsbild dieser Notgemeinschaft ja auch nur auf einem ganzheitlichen Missverständnis ihrer selbst. Schon Artikel 1 des Jurik betreffenden Grundgesetzes las ich wie in Sand gemeißelt. Die Würde eines jeden Menschen, so dachte er, war vor allem deshalb unantastbar, da es sie weder vor einer höheren Gewalt noch vor dem Gewaltmonopol des Staates überhaupt gab. Die gelegentlichen Triumphe der Ethik und des Gemeinsinns änderten daran wenig. Seit Generationen zimmerten die sogenannten Architekten der Gesellschaft an einem Luftschloss. Ihre gesellschaftlichen Visionen reichten immer nur für die Schlossfassade. Und dieser war ohnehin, noch im Bau befindlich, schon der Stuck abgeschlagen. Es gelang Jurik nicht, ihn im Geist zu restaurieren. Einerseits schloss sein Sinn für Dekor tote Fenster zwar unbedingt ein, andererseits aber einen Putz durch Illusionen kategorisch aus. Spätestens im Gefühl dieses noblen Zwiespalts drängte sich ihm, dem Ziehkind eines besseren Gesellschaftssystems, das Wort Politur auf, wenn er von der Entschlossenheit politischen Denkens und Handelns nur hörte. Als Anhänger des einzig wahren Irrglaubens, Geschichte würde sich als Realsatire wiederholen, blieb sein Vertrauen in politische Prozesse begrenzt. Eine solche Annahme entsprach schon den Mustern seines eigenen Handelns und war insofern für ihn schwer zu widerlegen. Zudem war er nicht radikal, also menschlich nicht unbedarft und ebenso wenig liberal und daher nicht radikal dem Primat seiner Klasse verpflichtet. So blieb ihm gegen alle inneren Widerstände nichts als den Schlösslebauern und ihrem angewandten Illusionismus auch noch dankbar zu sein, wenn auch kalt dankend für eine Gesellschaftsform, die ihren Bürgern eine Freilandhaltung inmitten auf Hochglanz polierter Widersprüche garantierte, während die Weltrevolution nun doch noch als Globalisierung ausbrach. Um zwingendere Erklärungen verlegen, neigte er nicht dazu, Ansichten wie diese mit Überzeugungen zu verwechseln. Seinen Blick von außen nach innen richtend, hätte er sie ja doch gleich wieder relativieren müssen. Die Unantastbarkeit meiner lieben Würde stelle ich zunächst einmal ständig selbst in Frage. Derart hallt es in ihm. Ein aufdringliches Echo des Widerstands gegen die eigene Daseinsform. Was ihm im Wechsel von Komagenuss und den auf ihn folgenden Reanimationen noch an Achtung vor der körpereigenen, wie auch vor seiner Geistesgegenwart zur Verfügung stand, gründete sich auf einem Empfinden für die Menschen. In den goldenen Momenten der Verbundenheit mit seiner Art wehte Jurik nicht selten ein bekenntnisfreier Erlösungsgedanke an. Meine Liebe ist ein Strohfeuer im rußigen Schein des Weltenbrandes, dieser ewigen Flamme. Lyrizismen wie diese warf er sich selbst an den Kopf, um sie aus demselben zu verbannen, wohl wissend, dass er durch ihre entblößende Anwendung innere Regungen stillte, die er am Einsickern in seine Fundamente hindern wollte. Er traute ihnen nicht. Denn im Grunde war er sich nur einer Liebe sicher. Ihr Glück erwies sich allerdings als Härtefall und sein Zimmer mit Aussicht bot den traumhaften Blick in ein Spiegelkabinett. Jurik sah hinaus ins Innere und fand sich wieder in den Fluchten gespiegelter Beziehungsräume. Sie reflektierten seine unübersichtliche Verbindung zu dem einen Menschen, den er liebte, den er umfing, als wolle er die Welt umarmen. Wenn Helen mit der ganzen Präsenz ihrer schlichten Pracht vor ihm stand, überfiel ihn tatsächlich der dringende Wunsch, Muscheln und vom Wasser glänzende Steine, aber vor allem vergorene Früchte vor ihr abzulegen. Soweit er überhaupt alle beisammen hatte, fühlte er sich ohne diese Liebe vereinzelt und in keiner Weise vollständig. Sie war nicht schmerzfrei, aber bedingungslos. Sie war erfüllt, doch unerlöst. Seine Gewissheit zu lieben und geliebt zu sein, stand in einem verwirrenden Gegensatz zu seiner Not,
sich kein gerahmtes Bild von der Menschenseele machen zu können, die er doch als die eine erkannt hatte. Auf das Engste mit einer Fremden vertraut, war er ausgerechnet in jene Frau unglücklich verliebt, die seine Liebe erwiderte. Jureks Liebe hatte ihren Ausdruck in einem Raum gefunden. Es war ein Ausdruck reinster Verzweiflung. Die Gefühlswelt nimmt Ausmaße an, aber das Erkenntnisreich gerät an seine Grenzen. Was er als Mangelwirtschaft seines Verstandes empfand, suchte er anzureichern und fand sich schließlich wieder in einer überfüllten Leere. Von Freunden auf seine beengten Verhältnisse angesprochen, wehrte er auch diejenigen ab, die seiner Obsession Anerkennung zollten. Ich bin nicht obsessiv. Ich bin nicht von Raffsucht befallen, nur meine halbe Person ausgerechnet auf diese Weise zu vervollständigen. Währenddessen starrten den Besucher die aufgestauten Dinge im Sammelbecken des Zimmers an. Sie fixierten den Gast wie Katzen im Domizil einer einsamen oder brüchigen Seele, einer Seele von Katzenmensch, die in ihrer Affenliebe, dieser Liebe, die sich keinen Begriff von ihrem Wesen macht, ihre paar Quadratmeter mit einer ganzen Kolonie der vergötterten Tierchen teilt. Natürlich ohne sich auch nur deren Dreck darum zu scheren, diese wie auch sich selbst artgerecht zu halten. Genau so, wenn auch ganz anders, lebte Jurik. Was einen Raubtiergeruch anbetraf, ergaben sich zu dem Gattungsverhalten eines Papiertigers wohl keine Überschneidungen. In anderer Hinsicht aber entfernt verlaufene Parallelen. Von den Objekten seiner Leidenschaft belagert, lebt er unter der ruhenden Staubglocke einer gleichermaßen geliebten wie verschlammten Bibliothek, deren Population an Titeln ständig wuchs, doch deren Raum sich nicht dehnte. Die Platten, die Bücher, ihre Geister, das Zimmer. Was in ihm zu hören war, wurde vollständig abgetastet. Was Jurik gelesen hatte, befand sich in keinem Verhältnis zu dem, was in den Schränken geschrieben stand. Von dem Gelesenen rief vieles nur Zerrbilder an ihm wach, erzeugt durch das Vergrößerungsglas einer reflektierenden Selbstbespiegelung. Anderes dagegen wurde von ihm verstanden, da er der viel zitierten Identifikation mit den Figuren widerstand. Und es gab die musikalischen und die schriftlichen Botschaften, welche sozusagen im Schrank für das Gegengift zu all den eingebildeten und all den tatsächlichen Heimsuchungen seiner immerhin 40-jährigen Gegenwart lagerten. Dieses Gegengift war sowohl geistige Nahrung als auch das Ergänzungspräparat zu den Spirituosen. Allnächtlich informiert war er durch den Rausch, trunken aber von den Einträufelungen durch die Musik und den Einflüsterungen durch das geschriebene Wort. Das Zimmer war voller Stimmen, die subliminale Kakophonie an vor sich hinbrütenden Büchern sowie an nachklingender Musik stellte die mentale Möblierung dieser Druckkammer dar, dieses übersäuerten Raumes und damit ein ungefähres Abbild von Juriks Seelenhaushalt, in dem die beständige Suche nach Konzentration nicht auf das Wesentliche zielte, sondern sich allenfalls in einer Spannungsdichte streute. Der Vermutung, er würde mit der Aneignung geistigen Eigentums auch die geistigen Kräfte anderer auf sich übertragen wollen, hätte er wohl nur wenig entgegenzusetzen. Er spürte, dass er die Welt vor Koordinaten nicht sah und in seiner Anfälligkeit für scheinbar beziehungslose Assoziationen rief der Anblick seines Hauptquartiers mitunter die Worte Ben Gunn in ihm wach, welcher diesem einem verständnislosen Jim Hawkins einschärfte. Eine ganze Höhle voll Gründe, eine ganze Höhle, richtete Gunn diese Karikatur eines Ariels, dem Schiffsarzt Dr. Livesey aus, mit dem fetten Ausrufungszeichen seines dürren Zeigefingers zart andeutend, er besäße etwas im Übermaße, dessen Ausbeutung seine Möglichkeiten überstieg. Wie hoch oder wie niedrig der jeweilige Goldgehalt auch immer sein mag, beinahe jedes Werk hält sich für einen Schatz, im festen Glauben an die eigenen, aber missverstandenen Motive oder aber im Wissen um seine leibhaftigen Gründe. Und all die blinden Motive
und funkelnden Gründe anderer besetzten diesen windungsreichen Raum. In laufenden Regalmetern gemessen und diese mittels einer auslegbaren Seinsformel in Jahre umgerechnet, überschritt Jureks Verlangen, alles zu lesen, alles zu hören und so den Textkolonnen auf weiten Melodienbögen zu folgen, jedes Zeitmaß und somit auch seine zu erwartende Lebenszeit. Selbst wenn deren erste Hälfte gerade erst ausgelebt war und die Dauer der zweiten auf einer großzügigen Wahrscheinlichkeitsrechnung beruhte. Das war ihm klar. Inzwischen war Jurek vom Zimmer in die angrenzende Küche vorgedrungen. Dort stand er schief im Spotlight eines hohen Fensters. Seiner Verrenkung im Schlaf folgte das Ringen um Balance im Wachen. Durch stetes Blinzeln fächerte er seinen Augen mehr Licht zu und mit zunehmendem Licht überkam ihn eine blitzschlaggleiche und entsprechend grelle Erkenntnis, die sich aus der Kalkulation von zwei Variablen ergab. Subtrahierte er die Großzügigkeit seiner Rechnung von deren Wahrscheinlichkeit, so verhießen ihm die Schmerzen seiner allmorgendlichen Wiedergeburt keine zweite Lebenshälfte, dafür jedoch ein sozialverträgliches Frühableben. Ihn überkam Angst. Doch was bedeutet schon die Todesangst eines Selbstlosen? Andererseits, mit einem Mal dämmerte ihm auch dies, jene Furcht begleitete ihn schon länger. Sie war ein stiller Teilhaber seines Treibens, ein feines Glöckchen, das er gelegentlich aus einer unbestimmten Richtung wahrnahm, wie vom Grunde eines längst versiegten und trocken liegenden Urozeans, der womöglich nur der auskristallisierten Neige in einem Weinglas entsprach. Nach all den Jahren läutete der Spiritus Rector seines Konsums jenes Glöckchen zwar wie eh und je mit dem Versprechen einer schluckweisen Erlösung von der anhaltenden Dürre in ihm und all des Papierstaubs um ihn. Dieses Mal jedoch war jene Verheißung keineswegs flüchtiger Natur, sondern von einer absoluten Art. Ihre Ankündigung erfolgte auch nicht wie sonst durch ein noch fernes und lieblich bimmelndes Läuten. An diesem Mittag glich sein Schädel einer gesprungenen Glocke. Der irre Klöppel in ihrem Inneren läutete Sturm und erzeugte, jenseits allen Wohlklangs, ein misstönendes Dröhnen. Jureks Tasten durch das Zimmer setzte sich fort, auf der Suche nach der Hostie seines Teufels, dem immerwährenden Versprechen der Heilung von einem immer wiederkehrenden Schmerz. Flatternd legte er die Schmerzstillende auf den Wimmstein seiner Zunge, mit welcher er ihren Namen nur hätte lautmalen können. Paracetamol. Dabei liebte er die klinische Poetik dieses Namens. Doch sie erschloss sich ihm eher in nüchternen Momenten und nicht in einem Augenblick, da er nur eine chemische Reaktion und deren umgehende Wirkung herbeisehnte. Ein Glas in der Hand wäre in dem ungewissen Aggregatzustand seiner augenblicklichen Randexistenz nicht sicher zum Mund zu führen. Mit ein wenig Wasser von der Hand in den Mund nahm er die Paracetamol ohne deren Poesiegehalt, krampfend, so als hätte er eine stumpfe Scherbe zu schlucken. Das kaum zu bestreitende Drama um die Wirkungslosigkeit der Poesie, das nun in seiner prosaischen Erwartung einer Schmerzlinderung im Schnelldurchlauf zur Aufführung kam, hätte ihm ansonsten länger zu denken gegeben. In seiner momentanen Kaputtness kam Jurek nichts dergleichen in den Sinn. Stattdessen wirkte er eine zweite Scherbe hinunter. Die nächste Amtshandlung war, lange und heiß zu duschen und dieses Mal viel Wasser aufzuwenden, um wieder in eine feste Form überzugehen. Die Zähne wie mit parfümiertem Sandpapier scheuern und anschließend mit einer scharfen Essenz gurgeln musste er sowieso. Nutzen täte es für den Rest des Tages allerdings nichts. Das wusste er. Und es wussten all jene, die seines Atems Emission noch streifen sollte. Es gehörte zu den Reflexen seines Ausgeliefertseins, dass er den hilflosen Versuch unternahm, zu errechnen, was und wie viel er sich zugeführt hatte. Reine Opferzahlen, die den Tatbestand seiner Selbstjustiz noch schön rechneten und Deckel wie den folgenden hervorbrachten. 3 Chardonnay,
plus 2 Gin Tonic, plus 1, vielleicht 2 Pastis, plus 2 Tyrconnel, der erste 2, der zweite vermutlich 4 CL, plus einer unbekannten an Absackern des nun im Fluss befindlichen Chardonnays, plus einer Dunkelziffer an Shots. Eine weitere ergebnisoffene Formel mit eindeutigem Endergebnis. Sie beruhte auf der Gleichung eines zu viel von allem, kongruent zum Mangel an Verzicht, und ergab, leicht berechenbar, einen Cocktail aus Geistesblitzen und Nebelkerzen. Erleuchtung und Verdunklung folgten dann allerdings einer unberechenbaren Dramaturgie. In äußerst ungezwungenen Handlungssprüngen zündete sie den Bühnenzauber mancher Sternstunde oder auch eine Serie grotesker Ereignisse. Daher ein Akter von epischer Breite. Auch Rührstück im Gewand des Melodrams. Große Oper, daher Farce mit großer Geste. Dann Trauerspiel. Notgesänge und Koliken. Des Weiteren Proklamation einer wirren Programmatik sowie deren Deklamation in der monokulturellen Vielfalt von Tirade, Brandrede, hybrider Enzyklika oder einer Laudatio auf nichts. Oder einer Messe als Travestie einer Messe. Daher der Predigt als Benefits zum Erhalt eingebildeter Standpunkte. Ob Kabinettstück oder Bühnenkrepierer. Das Ende vom Lied war ja doch die Endlosschleife eines ewigen Debüts. Die immer gleiche Premiere einer öffentlichen Demontage. Am gelegensten käme ihm daher in der verschwommenen Rückschau eine Vorstellung ohne Handlung und ohne Publikum. Denn er war ein Freund des Exzesses und sein Fragenkatalog blieb stets derselbe. War etwas geschehen? Wenn ja, bitte was war geschehen? Was kann man dir vorwerfen? Und war es geboten, sich vor anderen gleich in den Staub zu werfen, den du aufgewirbelt hast? Vielen Dank. Fortsetzung folgt.